Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeGamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem Real-Life-Video, was ich heute vorbereitet habe. Und ja, YouTubeGamescom auf der PlayStation 4, Entschuldigung, hat was vorbereitet und zwar heute mal ein sogenanntes Call of Duty Advanced Warfare Video. Viele von euch spielen dieses Spiel. Und ich habe es natürlich auch gespielt und ich habe immer meinen ganz klaren Standpunkt zu Call of Duty geäußert. Call of Duty an sich ist ein Scheißspiel, absolut kacke. Das einzig Brauchbare an einem Call of Duty ist nicht der Multiplayer, weil der Multiplayer erstmal total langweilig ist, total beschissene Grafik hat. PS4, die Grafik sieht gut aus, aber die Waffen... Jetzt mal ganz ehrlich, die Waffen sehen aus, das sieht nicht aus wie eine Waffe, wenn ich die Ego-Perspektive drin habe. Das sieht einfach kacke aus. Richtig kacke, richtig schlecht gemacht. Und Call of Duty hat kleine Karten. Ich weiß gar nicht, warum so viele Leute das überhaupt spielen, weil es einfach kacke ist. Wenn man Battlefield gespielt hat, der weiß, dass es viel besser ist. So, jetzt ist es natürlich so. Der Singleplayer von Call of Duty hat mich bisher immer überzeugt. Das Einzigste, wo mich der Singleplayer nicht überzeugt hat, das war Call of Duty Black Ops 2? Was, 2? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, Call of Duty Black Ops 2 Singleplayer war mal richtig beschissen. Das ist ein richtig beschissenes Spiel. Selbst der Zombie-Modus ist total langweilig. Nach dem ersten Mal Zombie-Modus hast du keinen Bock mehr auf das. Und brutal ist der Zombie-Modus mal nicht. Ne? Da fliegen zwar die Arme weg, aber das ist ja wirklich mal mega, mega langweilig. Ich finde die ganze Call of Duty-Serie außer Call of Duty Modern Warfare 2 beschissen. Komplett beschissen. Der Singleplayer, der taugt auf jeden Fall. Aber das beste Call of Duty, das war immer noch Modern Warfare 2. Da wurde wirklich noch Liebe reingesteckt. Die Waffen sehen wirklich in der First-Person-Ansicht sehr gut aus. Auch wirklich realistisch und nicht diesen Zukunftsschrott, den es ja jetzt zurzeit gibt. So. Und für mich ist ganz klar, ich werde nie wieder Call of Duty kaufen. Auch nicht wegen dem Singleplayer, weil ich einfach viel zu viel Geld dafür ausgegeben habe und das einzig brauchbare Call of Duty in meinen Augen Modern Warfare 2 ist. Nein, ich spiele lieber solche Spiele. Da wurde wirklich Liebe reingesteckt. Hier wird wirklich. Das ist wirklich auch ein Meisterwerk. Das ist für die PlayStation 3 ein ganz altes Spiel. Oblivion, wer es noch nicht kennt. Man ist auf. Es ist einfach toll. Es ist einfach richtig toll. Das ist wirklich ein Spiel, wo man sagen kann, das darf man wirklich als Spiel bezeichnen. Aber so ein Call of Duty, so ein bisschen Rumgeballer, habe die Flagge A eingenommen, habe die Flagge B eingenommen. Nee, also das ist für mich also. Lieber sowas, wo ich ein paar Rehe abknalle, ein paar Wildschweine mit dem Bogen hinterherjage. Ein ganzes Königreich rette, ein paar Monster zermetze. Das ist doch was Cooles. Sowas möchte ich mehr. Mehr Singleplayer-Spiele, mehr Open-World-Spiele. Aber das ist natürlich halt, was es leider nicht gibt, weil leider die Masse sowas möchte. Die Masse möchte Geballer, Geballer, Geballer. Aber Geballer, das ist langweilig. Muss ich wirklich sagen. Ist wirklich langweilig. Früher fand ich's cool. Heute bin ich ein bisschen älter. Heute will ich Rollenspiele. Ich will Rollenspiele. Ich will Quests. Ich will eine offene Spielwelt. Ich will Freiheit. Ich will in eine Bar gehen. In einem Open-World-Spiel. Dort was trinken. Solche Sachen. Einfach solche Sachen. Die Freiheit will ich und die Freiheit, die gibt es in einem Call of Duty nicht. Da bist du auf deinem begrenzten Weg da, den du langläufst, auch im Singleplayer. Und das war's. Rechts und links geht's nicht weiter, da hört die Map auf. Scheiße. Da nicht. Da kann ich hier auf einer riesigen Fläche, mehrere Quadratkilometer groß, rumlaufen und, super. Oblivion, darf man schon sagen, ist das beste Spiel, was ich bisher gezockt habe. Und ich habe schon viel gezockt. Nach Oblivion kommt auf jeden Fall Fallout 3, auch ein Rollenspiel. Dicht gefolgt von
Skyrim, aber nur auf der PC-Version. Ich finde Skyrim, ich liebe ja PS3, ihr wisst das, ich liebe PS4, aber ein The Elder Scrolls Skyrim auf der PlayStation zu zocken. Wer keine PC-Version kennt, der kriegt einen Schock. Das ist ein Pixelhaufen. Skyrim auf der PS3 ist ein Pixelhaufen. Ich meine, ich habe einen ganz billigen PC. Wirklich einen sehr günstigen PC. Den habe ich bei Aldi gekauft. 500 Euro hat der gekostet. Intel i3-Prozessor, bla 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 bla. Trotzdem kann ich alle Computerspiele, alle PC-Spiele auf der höchsten Stufe spielen. Zumindest denke ich mal, dass es die höchste Stufe ist. Selbst Skyrim sieht unglaublich aus. Unglaublich, auf so einem ganz billigen PC. Und ich sage euch, Leute, man braucht kein High-End-PC für 5000 Euro, um Computerspiele zu spielen. Es reicht auch der ganz normale 400 bis 500 Euro Aldi-Laptop. So. Ja, das war's auf jeden Fall. Ich habe meine Meinung gesagt. Call of Duty ist beschissen. Und ich werde auf jeden Fall auch Fallout 4 Let's Plays machen, wenn es im November rauskommt. Und ja, da werde ich mal schauen. Könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein, ne? Dann sehen wir uns. Haut rein und das muss ich hier mal reparieren hier. Und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Euer Gamescom auf der PlayStation 4. Ihr könnt mich gerne adden auf der PS4. Der Gamertag heißt YouTube Gamescoms. Da könnt ihr das gerne auf der PS4 eingeben und dann können wir zocken. Bis dann.